Polizeihauptmeister auf Streife in Kassel mit der Polizfee. Das ist ein neues Video. Also ein neuer Bericht über den jungen Mann. Ich fahre durch ganz Deutschland, suche Falschparker und zeige sie beim Ordnungsamt an. Ich habe letztes Jahr 140.995 Euro erwirtschaftet, womit die Gemeinden... Ist das die gleiche Zahl wie aus dem anderen, aus dem Stern-TV oder Spiegel-TV-Beitrag? Ansonsten könnte man ja raten, ja, was welcher aktueller ist. Auch was anstellen können. Ich habe davon nichts, ich kriege davon kein Geld. Ich denke mal, so jemanden wie ich hat es noch nicht gegeben, der in jeder Stadt, in jeder Gemeinde ganz Deutschland... Genial, ja. Er ist wirklich ein Unikat hier, der junge Mann. Ist die gleiche Zahl, ja? Krass. Auch angestellt. Niklas Mattei ist der selbsternannte Anzeigenhauptmeister. Mit der Bahn reist er durch die ganze Republik. Die Anzeigen, die Zahlen stimmen anscheinend nicht. Naja, er geht ja davon aus, also ich glaube, die Zahl, die er sagt, ist das, was man sozusagen an Bußgeld für jeden Verstoß, den er meldet, einfangen könnte. Aber er hat ja selber auch gesagt in einem Nebensatz in diesem anderen Beitrag, dass nicht alles zur Anzeige kommt. Das ist wahrscheinlich nur ein Bruchteil von diesen möglichen 143.000 Euro. Also lass es mal vielleicht ein paar Taui sein oder so, was da wahrscheinlich zusammenkommt. Die haben da teilweise wahrscheinlich auch Besseres zu tun. Ja. 1% gehen durch, ja, so ungefähr, ne? Glaube ich, ja. Ja. Und hat eine Mission. Die Jagd. Von 900 Anzeigen wurden 22, war wirklich krass. Nach Falschparkern. Heute ist er unterwegs. Oh, guck mal, hier so ein kleiner Spikey hier am Start. Oh. Ist in Kassel. Jeder noch so kleine Verstoß wird von ihm gemeldet. Warte, was hat denn das Auto hier, der Fahrer falsch gemacht? Warum machen Sie jetzt, warum zeigen Sie ihn an? Das Fahrzeug hat keine Parkscheibe drin. Dann ist aber halt auch wirklich auch die Frage, ne? Ab wann wird er zur Belastung der Stadt? Ne? Weil die ganzen Bearbeitungen, ja, also irgendwie, ich glaube, also die Fälle, die müssen ja trotzdem bearbeitet werden. Weißt du, was ich meine? Also er macht diesen viel zu überbezahlten Beamten ja mehr Arbeit für nichts. Ne? Damit schadet er eigentlich den Ordnungsämtern, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Nachahmer jetzt auch schon mit am Start ist, ne? Gibt ja vielleicht auch den ein oder anderen Anscheißer unter euch, ne? Rabe 8i oder Rabessi, wie er auch genannt wird, ja, von Sofian, genießt ja auch so einen Ruf, ja. Als Meldemeister auf Twitter zum Beispiel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Rabessi da auch schon mit dem Fahrrad und mit seinem viel zu eng geschnürten Helm unterwegs ist. Ja, und die Parkscheibe ist vorgeschrieben. Bereits seit 3 Jahren. Rabe, bei welchem Termin sehen wir uns eigentlich hier, ne? König für immer, Dings hier. Wo kommst du denn da? Dann ist der 18-Jährige der Hüter für Recht und Ordnung. Sein Vorgehen ist dabei... Bei allen? Wie jetzt? Bist du, ach, du bist mein Assistent. Bushido hat gesagt, ich habe einen Assistenten. Ah, oh, wenn du denkst, ich behandle dich hier schon fies, warte ab. Warte ab, Alter. Ich werde dich knechten. Immer gleich. Verstoß erkennen, Beweise sichern und wenn es sein muss, wird auch mal nachgemessen. Niklas kennt dabei kein Pardon. Warum ist der Zollstock? Was bedeutet damit jetzt? Weil der ja hier am Schild steht. Also steht nicht komplett drin, sondern am Schild. Und deswegen markiere ich mir hier die Position. Und dann vermesse ich am Fahrzeug, wie weit da drin steht. Und wie weit darf man da drin stehen oder darf man gar nicht drin stehen? Darf man gar nicht. Ab Schild gilt das. Und das wäre in dem Fall so in etwa 2,15 Meter steht da drin. Für die Anzeigen nutzt der Hilfs-Sheriff ein Online-Portal. Hier lädt er die Fotos hoch und beschreibt das Vergehen. Vielleicht mache ich das auch mal einen Tag. Das ist eigentlich auch ein lustiges Vlog-Video, ja. Aber das kann ich nicht in Halle machen, Digga. Ja. Also, es wundert mich sowieso, ja, dass das so lange gut gegangen ist, bis der junge Mann auch mal hier die Schicht kassiert hat. Dann noch ein Aktenzeichen vergeben und schon geht die Anzeige direkt zu den Behörden. Denn mit Paragraphen und Gesetzen kennt sich Niklas bestens aus. Also die Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, die lese ich eigentlich schon ziemlich lange. Ja, das Online-Portal sollten die wirklich offline nehmen. Das ist richtig. Ja. Das heißt, andere lesen Kinderbücher und sie haben schon von klein auf die Straßenverkehrsordnung gelesen? Naja, so ungefähr. Also Kinderbücher haben mich nicht richtig erfährt. Ich habe mich immer mehr für Sachbücher so interessiert. Naja. Laut eigenen Angaben hat Niklas im vergangenen Jahr über 4000 Falschparker angezeigt. Und jeden Tag kommen neue hinzu. Der parkt im eingeschränkten Haltverbot, Zeichen 286. Man darf hier nur halten, aber nicht parken. Andernfalls kostet das jetzt in dem Fall 25 Euro. Was heißt denn halten und parken? Wer länger als 3 Minuten hält oder sein Fahrzeug verlässt, der parkt. Solche Gates.
Ob der nächste Verkehrshinderer diese Regel auch kennt? Haben Sie jetzt hier vor zu parken? Ich muss kurz in das Haus rein, ja. Wie lange denn? 5 Minuten. Aha, weil das ist eigentlich verkehrsberuhigter Bereich. Ich glaube, es ist aber sonst, ja. Wo ich mich hinstellen soll. Weiß ich auch nicht. Ja. Das wissen wir beiden nicht. Aha. 24, so wie Kobe, dann für der Timon. Was geht ab? Also, Sie werden doch nur bloß was ausliefern oder was? Nur kurz was aufschreiben, dann bin ich wieder weg. Ja. Ja, naja, da bist du aber wieder weg mit dem Knöllchen. Weil der Anzeigenhauptmeister kennt keine Gnade, kennt keine Barmen. Expect no mercy. Ja, bis 3 Minuten ist halten. Ja, gut. Alles klar. Nur parken darf man halt nicht. Ja. Ich finde, das geht überhaupt nicht, sowas. Warum nicht? Ich hab's privat. Es gibt Ihnen ja nicht direkt was an, aber ich jetzt hier pause. Ich würde ihn jetzt behindern. Ne? Aber das mache ich ja eigentlich nicht. Also dann sehe ich keinen Grund, warum er das machen sollte. Sagen wir mal so, Freunde macht sich Niklas mit seinem Hobby nicht. Das ist richtig. Exakt 3 Minuten später. Wieso haben Sie jetzt von dem doch nochmal ein Foto gemacht? Naja, weil er ja doch länger steht, als er gedacht hatte. Jetzt steht er da unten und wartet wirklich dann die 180 Sekunden, ne? Das ist doch parken. Wie ein Raubtier, was seine Beute langsam auflauert und wartet, ja, bis zum richtigen Zeitpunkt. Aus dem Halten dort parken. Länger als 3 Minuten haben wir jetzt doch ein Parken. Das heißt, Sie würden noch jemanden aufschreiben oder melden, wenn er nach 3 Minuten 30 wieder runterkommt? Ja, natürlich. Also ich habe auch. Na, es sind ja mehr als 3 Minuten, hat er nicht zugehört, der Reporter. Was haben die da für Leute eingestellt, ja? Digga, was ist denn das für eine Chaotentruppe hier? Schon Halsverstöße angezeigt, wo jemand im absoluten Haltverbot gehalten hat, was 8 Sekunden gedauert hat. Das war das Kürzeste. Wie war die Reaktion von demjenigen, oder derjenigen, die da gehalten hat? Der hat bloß gehalten und den aussteigen lassen. Der Fahrer hat es ja nicht mitgekriegt. Der wird selbst aus dem Bus hier Bescheid gesehen haben. Der macht das auch manchmal so ein bisschen aus der Kalten, ne? Also wenn ihr irgendwann mal ein Bußgeld bekommen habt, kann es sein, dass ihr gar nicht wisst, dass ihr in die Falle des Anzeigenhauptmeisters hineingetappt seid, ja? Er versucht sich ja noch gerade das gehässige Lachen zu verkneifen. Der wird es gar nicht mitbekommen haben, erst beim Bußgeld Bescheid, ja? Lautloser Killer hier, ja? Sudden Death, Silent Death, Alter. Wahnsinn. Und haben Sie kein schlechtes Gewissen? Nee. Warum? Absolutes Haltverbot ist absolutes Haltverbot. Der hätte ja woanders in der Seitenstraße oder so fahren können. Richtig. Ja. Als Denunziant vom Dienst hat Niklas einen geschulten Blick für jedes Vergehen. Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen, seit März 2022. Das okay, aber das ist schon lang, oder? Wer weiß, wie alt der Beitrag ist, aber das wären ja jetzt 2 Jahre, Alter. Bedeutet für diesen Fahrzeughalter jetzt 60 Euro und einen Punkt. Ich weiß ja nicht, warum ist die TÜV-Plakette so lange abgelaufen. Sind vielleicht die Bremsen kaputt? Dann fährt er mit dem Auto auf der Autobahn und verursacht einen schweren Verkehrsunfall. Das ist richtig, ja. Dann überschlägt er sich da dreimal, ja, macht dreimal einen Bogen, ja, und trifft vielleicht noch ein Flugzeug. Das Flugzeug trifft dann noch ein Raumschiff und schon haben wir den Salat, ja. Deswegen, denkt auch mal einer an die Raumschiffe? Ich glaube nicht, außer Niklas. Der halt mit dieser Anzeige jetzt vielleicht... Und dann landet er noch im Halteverbot, ja, überleg dir das mal. Im absoluten Halteverbot. Verhindert wurde, ja. Im Schnitt zeigt Niklas pro Tag und Patrouille 20 Falschparker an. Besonders häufig trifft es Paketboten. Er ist aber wirklich auch, ja. Alter Schwede, ey. Ja, da lauert ja noch hier Paketboten auf, Digga. Paketboten, die hatten früher immer Hunde als Erzfeinde, ja. Aber jetzt ist es hier ein Adler. Und zwar ein Adler namens Niklas. Hallo? Wir parken hier auf dem Gehweg. Ja, wenn ihr denkt, euer Paket. Euer Paket kommt zu spät, weil die DHL-Boten, ja, weil die faule Schweine sind oder so. Nein, die müssen erstmal noch 5-mal um Block fahren, um den Anzeigenhauptmeister abzuwimmeln, Alter. Ja, die liefern sich Verfolgungsjagden mit dem Anzeigenhauptmeister in der Innenstadt. Gehweg und behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Sie parken hier auf dem Gehweg und behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ich lade ja einfach ein Paket, ich habe ja Arbeit. Das war ein sehr gnadenloses, ja, ein sehr gleichgültiges. Da weißt du, was jetzt als nächstes gesagt wird, ja? Danke, Gates. Und zwar der gern gehörte, oft kopierte und nie erreichte One-Liner. Das macht 70 Euro einen Punkt. Danke, Gates. Ninski, danke für dein Tier 1, macht 70 Euro einen Punkt. Luca, danke für dein Tier 1, gibt einen Punkt. Und dem jetzt brauchen die Warnzeichen. Naja, sowas kommt halt auch oft vor. Aber er hat ja jetzt überhaupt nicht reagiert auf das, was du gesagt hast. Ja, schreibe ich halt doch so mit einer Anzeige rein. Doch bevor es dazu kommt, noch ein neuer Fall. Niklas, umdrehen. Sie
parken hier weniger als 15 Meter von einem Haltestellenschild entfernt und behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Ja, ich fahre weg. Ja. Das Ordnungsamt meldet sich aber trotzdem. Dann haben wir jetzt Tatzeitende bei beiden um 13.58 Uhr. Berufen fühlt sich Niklas zum Ordnungshüter. Es ist sehr, sehr bizarr, ja? Es ist sehr, sehr bizarr, Digga. Aber nur hobbymäßig. Er sagt, ein Job im Amt sei ihm zu langweilig. Die Bilanz des Tages, 24 angezeigte Verstöße. Also mit einer Kleinstadt oder mit einer Dorfgemeinde kann man das jetzt nicht vergleichen. Aber so im Vergleich mit Großstädten eigentlich durchschnittlich. Er sieht zufrieden aus, ne? Das war ein guter Tag hier im Leben des Anzeigenhauptmeisters. Auf dem Rückweg zum Bahnhof fällt Niklas dann noch ein besonders schweres Vergehen auf. Nummer 25. Der parkt einen Meter im Taxenstand. Nein. Alter, aber da muss man ganz ehrlich sagen, ja, da ist auch bei mir der Spaß vorbei. Da wird aber der Zollstock ausgepackt, meine Freunde. Ja? Das darf er halt nicht. Das darf er nämlich nicht, richtig, genau. Der denkt, der kann sich alles erlauben hier. Wo kommen wir da hin hier? Das ist ja totale Anarchie hier. Haben Sie noch niemals eine Ausnahme gemacht? Eigentlich nicht. Also ich bin da schon sehr streng. Warum? Naja, Gesetz ist halt Gesetz. Gesetz ist Gesetz, richtig. Und Ordnung muss sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn die Polizei und das Ordnungsamt maßlos überlastet sind, ach, was rede ich denn? Ja, alle korrupt. Sind wir doch mal ganz ehrlich, die sind doch alle korrupt, die sind doch alle geschmiert. Dann brauchen wir einen Mann, der auf den Straßen für Ordnung sorgt. Früher, in den 70ern und 80ern, war das Charles Bronson. Ja, ein Mann sieht rot und heutzutage ist es der Niklas, der als Anzeigenhauptmeister, glaube ich, einen Charles Bronson, möge er in Frieden ruhen, sehr, sehr stolz macht. Charles Bronson guckt auf ihn runter vom Himmel und denkt sich, genau so, mein Junge, genau so. Nach 6 Stunden Streife geht es für den Polizisten zurück nach Hause. Wohin die nächste Dienstreise geht, hat der deutsche Anzeigenhauptmeister noch nicht entschieden. Kann das vielleicht auch sein, dass der einfach obdachlos ist? Dass er hier drin so seine Unterwäsche hat, hier so 10 Buchsen oder sowas. Und deswegen in der Nacht dann immer mit dem Zug von A nach B fährt oder sowas, ja. Weißt du, vielleicht hat der gar kein Headquarter. Vielleicht ist es so eine Nomade, ja. Jemand, den so diese Wanderlust gepackt hat, ne. Ihn zieht es in die Ferne. Geil. Geiler Beitrag hier, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Herrlich. Und als ob es noch nicht genug war vom Anzeigenhauptmeister, gibt es auch vom ZDF heute einen Beitrag über den jungen Mann, da gucken wir natürlich auch mal rein. Mal schauen. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, Niklas Mattei sei ein ganz normaler Radfahrer. Ach, na, mit dem Outfit. Sie ist ja auch lustig hier, ne? 18 Jahre alt und in seiner Freizeit in der Stadt unterwegs. Aber später. Wartet ab, aber diese ganze Nummer wird eine doch sehr morbide Wendung nehmen, ja, nach diesem Beitrag, denn der Anzeigenmeister hat sich leider wieder mal in meine Heimatstadt getraut und ist dort in einen Konflikt geraten. Spätestens bei diesem Griff zur Kamera ist klar, Niklas ist nicht zum Spaß unterwegs. Niklas hat eine Mission. Ich fahre durch ganz Deutschland, suche Falschparker und zeige dir beim Ordnungsamt an. Also streift er wachen Auges. Dann ist das ist doch ein Damenfahrrad, oder? Also so kenne ich das noch von früher. Ja, wo ich noch mich auf einem Fahrrad positioniert habe, um das mal zu benutzen, ist doch hier eigentlich so eine gerade Stange, ne? Ist doch eigentlich hier so ein Männerfahrrad, ne? Und dann, wenn die aber so weit unten ist hier, ne? Dann ist das eigentlich eher ein Damenfahrrad. es ist einfach herrlich, ja? Was für viele wunderschöne Details man hier findet, ne? Bei dieser ganzen Story, Digga. Gibt hier fast so viel Meme-Potenzial wie beim Jesus Battle gegen Cassius Clay, Digga. Durch die Städte und wann immer er auf einen regelverletzenden Autofahrer oder wenigstens dessen Ehrlich? Auto trifft, schlägt er zu. Der parkt einen Meter im Taxenstand. Aber die haben teilweise selbes Material hier, ne? Das darf er halt nicht. Früher hat der 18-Jährige seine Leidenschaft für Recht und Ordnung nur im heimischen Gräfenhainchen ausgelebt. Inzwischen hat er seinen Aktionsradius auf die ganze Republik ausgedehnt. Die Bilanz allein aus dem vergangenen Jahr 4000 Anzeigen bei den Ordnungsämtern in ganz Deutschland. Ich habe letztes Jahr 140.995.
Ja, stimmt, du hast natürlich recht. Er muss sehr, sehr oft vom Bike absteigen, wieder raufsteigen. Da klemmst du dir dann irgendwann die Klöten wund, wenn du das mit einem Männerrad machst. Hast du schon recht, Digga. 90 Euro erwirtschaftet, das ist eine Menge Geld, womit die Gemeinden auch was anstellen können. Und so begibt er sich mit dieser ganz speziellen Die Gemeinden haben anscheinend gar keinen Bock auf dein Geld, Digga, ja? Weil ich habe gerade so im Chat gelesen, da sind irgendwie 800 Euro davon umgesetzt worden oder so, von deinen angeblichen 140.000. Also es mag ja sein, dass du Bußgelder in Höhe von 140.000 Euro erstmal verbucht hast, ja, als Bescheide, aber Bock hatten da die Beamten nicht so wirklich drauf, ne, deinen Quatsch da zu bearbeiten. 350 Euro kam bei raus, ja? Stark. Mischung aus Rechtsempfinden und Ordnungsliebe auf seine Streifzüge. Und man sieht, Akribie und ein gewisses Maß an Unnachgiebigkeit sind maßgebliche Voraussetzungen für seine Tätigkeit. Also steht nicht komplett unter seinem Armschild. Ich habe gestern Post bekommen, 70 Euro Strafe und heute nochmal Post mit 50 Euro. Valentin, kannst du dich noch erinnern, was deine erste Nachricht hier gefühlt im Chat war? Sorry, Bro. Danke, Gates. Für meine undeutliche Chatnachricht, ich bin gerade hinterm Steuer. Merkst du was, ja? Ich finde das gut, dass so Verkehrsraudis, ne, so Banausen im Straßenverkehr wie du auch gerne mal dann sanktioniert werden. Ne? Ich hoffe, dass du gerätst auch mal hier, ne, in die Krallen des Anzeigenhauptmeisters. Der Anzeigenhauptmeister und ich, wir machen zusammen Jagd auf dich dann. Deswegen markiere ich mir hier die Position und dann vermesse ich am Fahrzeug, wie weit da drinnen steht. So in etwa 2,15 Meter steht da drin. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister bewegt sich rechtlich gesehen in einem... Der kommt mir aber auch ein bisschen anzeigenhauptmeisterisch vor, ja? Grenzbereich, denn Amtsanmaßung ist straf... Wenn du dem jetzt hier so einen Fahrradhelm aufsetzen würdest, den auch ein bisschen zu eng anschnüren würdest, noch so eine gelbe Warnweste an, dann könnte direkt denken, das ist sein Partner in Crime hier. Haftbar. Solange er nur Anzeigen erstattet und nicht selbst Knöllchen austeilt, ist das rechtlich gesehen in Ordnung. Heikel wird es, wenn er beispielsweise Falschparker auffordert, ihr Fahrzeug aus dem Halteverbot zu entfernen. Sollte er dabei... Du Wichser, das ist kein T-Shirt unter dem Hemd. Das ist so die Innenseite des Kragens, die ist blau. Der Dude trägt einfach T-Shirt unter dem Hemd. Das wäre assi, ja? Das wäre assi. Am besten noch so ein Fußballtrikot oder sowas. Er muss danach noch direkt auf den Acker. Dabei den Eindruck erwecken, dass er zur Polizei gehört oder zum Ordnungsamt, dann kann das als strafbare Amtsanmaßung gewertet werden. Der Versuchung, sich als Polizist auszugeben, hat Niklas Mattei bisher widerstanden. Mit der Versuchung, unaufmerksame Beobachter zu täuschen, scheint er aber zu spielen. Er selbst hat seine Augen überall. Kein Verstoß, der ihm entgeht. Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen, seit März 2022. Das ist aber auch, ey, das ist so ein richtiges, keine Ahnung, ja? Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen, seit März. Hier, guck mal, Bruder. Also erstmal, das ist ein VW Golf, denke ich mal, ne? Oder ein Polo. Und dann aus diesem VW-Emblem hier so ein Teufelchen zu machen, ja? Das ist so eine, der gehört wahrscheinlich so einer jungen Dame, ne? Die so drei Haarfarben hat. Ne, hat die ja schon mal erzählt, das findet man auch in Halle immer sehr oft. Eine Dame, die schwarz gefärbte Haare hat zum Beispiel, ne, schwarze lang gefärbte Haare. Dann wasserstoffblonde Untergrundierung, ne, und vorne noch ein pinkes Pony. Ne, so kann ich mir vorstellen, dass das ist wahrscheinlich so die Fahrerin hier von diesem Kraftfahrzeug hier. Genau, und dann ihr Name endet auf jeden Fall mit Y. Was weiß ich, Jenny, Mandy, Cindy... Sowas halt, ne? Genau, richtig, ja. 2022. Und tätowiert, genau, so ein Tribal auf dem Oberarm. Oder an der Wade. Tribal auf dem Oberarm und dann so Tanktops immer an. Geh von meinem Rücken runter, du Fan. Chukanova, danke für die 2 Dollar, der braucht eine eigene Serie, Alarm für Gruppe 3. Danke, Gates. Das wäre wirklich geil, ja. Habe ich auch gesagt, an sich müsste man hier so mitten im Leben mäßig Montag bis Freitag 14 Uhr täglich auf RTL eine Stunde anzeigen, Hauptmeister. Das wäre der Renner. Carpe Diem Wandtattoo, richtig, ja, genau. Russian Reaper, danke für dein Prime Sub. Danke, Gates. The Day Walker, danke schön für dein Tier 1. Roman Schwengel, danke für dein Prime, es geht ab. Ja, und auch Instagram-Account, wo sie dann immer so pseudodiepe Sprüche schreibt, ja. Unter Fotos, wo sie... Also den hier macht so, weißt du? Wo sie ein bisschen ihre Reize zeigt, ne? Bikini-Foto, wo sie Gött so in die Kamera hält, ne? Da steht da irgendwie so drunter,
Believe in your dreams. Kennt ihr das? Ja. Es ist so. Es ist, wer es mag, ja, wenn sie sich damit glücklich fühlen, ne, ist doch in Ordnung. Ist doch in Ordnung, Mädels. Ja, wir Männer, wir liken das alles nur, weil uns die deepen Zitate so gefallen. Ja, nur deswegen. Hier ist in dem Fall jetzt die TÜV-Plakette abgelaufen, seit März 2022. Das bedeutet für diesen Fahrzeughalter jetzt 60 Euro und einen Punkt. Das wäre jetzt nicht mein Job, sage ich mal. Ich fände das jetzt für mich nicht so passend, aber wenn das jemand machen will, nehmen wir natürlich der Stadt Arbeit ab und insofern... Ja, haben wir auch gedacht am Anfang, ja, aber anscheinend, ja, wie offizielle Zahlen jetzt bekannt geben, wurden da zwei von gefühlt 1000, ja, Anzeigen von ihm auch in einem Bußgeld dann beendet. Und das heißt natürlich, dass hier an die 1000 andere Sachen da irgendwie durchgerädert werden mussten durch die Bürokratie von Deutschland. Und das ist natürlich viel, viel mehr Arbeit. Dann ist es ja dann auch okay. 22 von 900, ja genau, so war die Zahl. Ärgert einen, wenn irgendwo Leute stehen, wo man weiß, darf halt nicht. Oder noch besser, der eigene Parkplatz, der für Anwohner ist, ist belegt. Der anderen Seite bin ich so eingestellt, dass ich eigentlich lieber Probleme aus dem Weg räume, indem ich mit den Leuten, die es angeht, selbst drüber rede. Ja, ja, diese 140.623 Euro sind halt das Bußgeld, ja, aufsummiert, wenn alle Anzeigen von ihm wirklich auch in einen Bußgeld münden. Machen sie aber nicht. Ja, weil die schon mit den normalen Ordnungsamt-Bußgeldern genug zu tun haben, da diese Sachbearbeiterinnen und ich habe ja gegendert, ja, passt ja. Es war gegendert, ne? Ich habe mein Päuschen dazwischen gemacht. Ich habe jetzt nicht suggeriert, dass das alles Frauen sind, die dort arbeiten. Ich mich erstmal schwer reinversetzen. Mir fallen ein paar sympathischere oder Hobbys ein, die mir näher liegen würden als das. Die Anzeigenerstattung erfolgt übrigens ganz einfach mittels einer App. Ein bisschen Rechtskenntnis ist allerdings Voraussetzung. Die Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, die lese ich eigentlich schon ziemlich lange. So ein bisschen sich mit Rechts auskennen ist Voraussetzung. Kennzeichen, Fahrzeugdaten, Tatort, Tatzeit, dann ja, vergebe ich noch einen Akten. Ja, einmal Tauner mit Jesus, schon fange ich an zu gendern, das ist ja der Wahnsinn, ne? Kennzeichen und mehr eigentlich auch nicht. Auch wenn Niklas' Hobby etwas ungewöhnlich sein mag, die Ordnung... Etwas aber nur. Ämter sind verpflichtet, nach jeder Anzeige ein Verfahren einzuleiten. Das bestätigt auch Anwalt Arndt Kempkens. Also im Grunde genommen kann jeder jeden anzeigen. Nice. Lass es uns doch dann machen, ja? Nee, kommen wir hin hier. Auch ein geiler erster Satz von jemandem, ja, der so noch nie vorher in diesem Beitrag zu sehen war. Also im Grunde genommen kann jeder jeden anzeigen. Nice. In so einer Welt möchte ich leben. Niklas ist Grünen-Sympathisant. Naja, Passierschein. Ich würde sagen, da gibt eine Anzeige. Ja, wenn du so anfängst. Da gibt eine Anzeige. Ihr, jeder hier, ja, der hier irgendwie, keine Ahnung, ja, könnt euch zum Beispiel noch dran erinnern, als Manuelsen angefangen hat zu streamen und dann Leute da immer so Hundi-Emotes reingepostet haben und Manuelsen da was erzählt hat, dass dann gesehen hat, so, hey, wen? Wer ist hier ein Hund, hä? Deine Mutter ist ein Hund. Ich wage dir noch einmal ein Hundi-Emote reinzuposten in den Chat. Code47, mach den Chat mal aus. Ja, sein einziger Mod, den er damals hatte. Jetzt mach mal den Chat aus, Code47. Ich möchte das nicht mehr sehen. Hey, auch du? Hey! Deine Mutter ist auch ein Hund, du Hurensohn. Pass auf, wenn ich dich kriege, ja? Werde dich hier den Sand in deinem Dorf, ne? Werde ich über deine Mutter gießen. Und noch viel mehr. Hätte Manuelsen da aber mal gesagt, die gibt eine Anzeige, die hätten aber ganz schnell aufgehört, ja? Das ist das, worauf ich hinaus will. Vielleicht doch nicht so schlecht hier, so eine Anzeigen-Anscheißer-Kultur. Da gibt es also keine Beschränkung. Wenn man irgendwie ein strafrechtliches oder ordnungsrechtlich relevantes Verhalten sieht, kann man das feststellen, man kann das fotografieren und dann eben der zuständigen Behörde anzeigen und die muss dann ermitteln. Angst kennt Niklas übrigens keine, getragen von dem Gefühl der Hüter von Recht. Das werden wir gleich auch noch besprechen, dass Niklas keine Angst kennt. Ja. Recht und Ordnung zu sein, arbeitet er sich durch Deutschlands Städte. Haben Sie jetzt hier vor zu parken? Ich muss kurz in das Haus rein, ja? Wie lange denn? 5 Minuten. Aha, weil es eigentlich verkauft. Erlaubt sind 3. Was machen wir da jetzt, junger Mann? Das beruhigt der Bereich. Also ich bin da schon sehr streng. Warum? Naja, Gesetz ist halt Gesetz. Ja, muss man noch mehr sagen. Ich finde nicht. Das absolute Heilverbot zum Beispiel, was irgendwo steht. Was hat er hier für ein Werbegeschenk hier eigentlich hier? Was ist für dein Leben? ADAC Luftrettung. Nice. Das hat er bestimmt in der Anzeigenmesse 2023 mitbekommen. Ist nicht ohne Grund da. Das ist nicht ohne Grund. Schon mal sein Haar gesehen? Nee, der ist ja immer, der ist auch mit,
Der ist doch auch mit Fahrradhelm in der Bahn gewesen. Der hat diesen Helm hat er immer auf, Digga. Ja? Der hat den Helm auch selbst bei Langstrecken im ICE, lässt er den Helm auf. Wie wir nachher noch mitbekommen, wegen einem Vorfall mit HFC-Ultras. Vielleicht nicht schlecht, dass er diesen Helm auf hat. Und ein absolutes und kein eingeschränktes Haltverbot. 20 Anzeigen schafft Niklas im Durchschnitt pro Tag und Einsatz. Wie andere über sein ungewöhnliches Hobby denken, ist ihm dabei egal. Ja, ich denke mal, so jemanden wie ich hat es noch nicht gegeben, der in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in ganz Deutschland. Er ist wirklich ein laufender One-Liner hier, ja. Man könnte alles zitieren, alles als Wand-Tattoo sich gravieren lassen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Lil Leberzirrhose, danke für dein Prime, es geht ab, Digga. Einen Falschbock angezeigt hat. Und in diesem Bewusstsein macht er weiter. Deutschland ist groß und die Zahl der Falschparker ist es auch. Das Ziel von Niklas ist, in jeder Stadt Deutschlands einen Verkehrssünder oder eine Verkehrssünderin anzuzeigen. Aber ich muss sagen, der junge Mann nimmt keine Drogen, der ist viel in der frischen Luft, der bewegt sich viel, das ist gesund, ja, der tankt viel Sonnenlicht, der tankt viel frische Luft, der ist in der Natur, macht Sport, betätigt sich. Finde ich geiler, als die ganze Zeit zu Hause Zennies zu poppen, Playstation zu spielen und sich die Birne voll zu kippen. Ja? Und vielleicht noch die Bong zu nuckeln. Deswegen, nehmt euch ein Beispiel an dem Anzeigenhauptmeister. Like it in, man. Wir sind gespannt, wie es weitergeht hier.